Leute, was geht ab? Immer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Im heutigen Video gibt es um ein Format, das wir das letzte Mal vor 10 Jahren gemacht haben. Denn Leute, ihr seht schon am Titel, ich weiß nicht warum, ich bin gerade mies gut gelaunt. Wir werden uns heute nochmal lustige Antworten in Tests von der Schule reinziehen. Wir haben das Ganze ja damals schon gemacht, das kam unglaublich krass an. Wir labern nicht lang drum herum, lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Denn wir sind auf dem Weg zu den 3 Millionen Abonnenten, deswegen lasst ein Abo da, Leute. Jeder, der es nicht macht... Wir starten rein und let's go. Also, okay, was bedeutet DNS ausgeschrieben? Döner nichts schmecken? Ja. Was sind Gene, Chromosomen und ein Genom? Wörter. Wie heißen die 4 Basenmoleküle, aus denen DNA besteht? Peter, Bernd, Uwe und Jochen. Digga! Was, Bruder? Junge, hat der Typ jemals in sein Biologiebuch geguckt oder was, Junge? Er schreibt den Peter, Bernd, Uwe und Jochen. Wahrscheinlich heißen die so, Mann. Weiter geht's mit der nächsten Antwort. Und zwar ist es, glaube ich, eine Matheaufgabe. In der Abbildung sind 2 Parallelogramme dargestellt. Boah, wie lange ich sowas schon nicht mehr gesehen habe, Leute. Ich sag's dir ehrlich. Ich glaube, wann war ich in der Schule? Das letzte Mal 2014 oder 15? Richtig, es interessiert keinen. Ist der Flächeninhalt der beiden Parallelogramme gleich groß? Kreuze an. Ja oder nein? Ja. Begründet deine Antwort. Ist halt so. Digga, das gibt die volle Punktzahl. Aber warum auch jetzt schwer erklären, wenn es einfach so ist? Punkt, ganz einfach. Was ich aber echt mal interessieren würde, bekommt man dann dafür Punkte, wenn es wirklich ja ist? Also ich kann jetzt nicht sagen, ob es gleich groß ist, weil ich bin absolut hängen geblieben, aber ich glaube schon, dass es gleich groß ist. Aufgabe 5. Wenn Anne durch ihr Mikroskop schaut, kann sie trotz fluoreszierendem Farbstoff auf der Zellmembran nichts erkennen. Woran könnte das liegen? Sie ist blind, Digga. Was für sie ist blind? Aber daran könnte es liegen, dass sie es nicht erkennt. Wenn sie es halt nicht erkennt, dann vielleicht wirklich, weil sie blind ist. Also, da ist jetzt hier nichts Falsches dran. Gib ein Beispiel für eine Tierart, die sich nicht aus eigener Kraft fortbewegt. Tote Tiere. Ach was. Wenn ein Tier tot ist, kann sie es halt einfach nicht bewegen. Ist halt auch richtig. Oh, Leute, ihr killt mich komplett. Quiz, Napoleon, Teil 1. Wo wurde Napoleon geboren? Bei seiner Mutter. Frage 2. Was war sein Beruf? Offiziell General. Ich glaube sogar richtig. Frage 3. Wie alt war er, als die Französische Revolution begann? Alt genug. Haben wir das auch geklärt, mein Lieber. Klassenarbeit, Allgemeinwissen, Bruder. Das sind 14 Fragen, Mann. Frage Nummer 1. In welcher Schlacht starb Napoleon? In seiner letzten. Ja, natürlich in seiner letzten. Er ist ja gestorben. Frage 2. Wo wurde die Unabhängigkeitserklärung der USA unterzeichnet? Unten auf der Seite. Warum lache ich so viel gerade? Das ist doch gar nicht so lustig, Leute. Von wann bis wann ging der 30-jährige Krieg? Von Anfang bis zum Ende. Ja, was ist der Hauptscheidungsgrund? Heiraten. Zeichne eine Pflanzenzelle. Was isst man nicht zum Frühstück? Mittagessen, Abendbrot. Junge, was sind das für Fragen? Will die mich verarschen? Als ob das real ist. Man sieht auch oben rechts Note 6, Kreativität 1. Aber irgendwie ist die Schriftart von Note und Kreativität dieselbe wie auch die Antwort. Also ich glaube, das ist fake, aber keine Ahnung. Wir gucken einfach mal weiter. Was sieht wie ein halber Apfel aus? Die andere Hälfte. Frage Nummer 8. Was passiert, wenn du auf einem Stein ein Gefäß mit Wasser wirfst? Ganz einfach. Es wird nass. Ah, der war es jetzt nicht so, Leute, sage ich euch ehrlich. Frage 9. Kann man 8 Tage ohne Schlaf auskommen? Klar, man kann doch in der Nacht schlafen. Kannst du einen Elefant mit einer Hand heben? Es gibt keine Elefanten mit einer Hand. Frage Nummer 11. Wenn du in deiner Hand 3 Äpfel und 4 Orangen hast und in der anderen Hand 3 Orangen und 4 Äpfel... Was hast du dann? Sehr große Hände, Digga. Das stimmt sogar. Frage 12. Wenn 8 Männer 10 Stunden brauchen, um eine Mauer zu erreichen, wie lange brauchen dann 4 Männer? Gar nicht. Die Mauer haben doch die 8 Männer schon selbst gebaut. Digga. Wie kann man ein rohes Ei auf das Parkett werfen, ohne dass es zerbricht? Wie man möchte. Es ist sehr schwer, Parkett zu brechen. Richtige Antwort. Das war eine geile Aufgabe, sage ich ehrlich. Aber ich glaube, es war nicht echt. Ich glaube, es war fake. Egal. Wir machen weiter mit der nächsten Aufgabe. Und zwar Bewegung von Körpern. Junge, so Aufgaben habe ich in der Schule gehasst, Leute. Aber ihr seht auf jeden Fall, der Fahrradfahrer. 0 Meter in 0 Sekunden, 10 Meter in 3 Sekunden. Eigentlich einfaches Vorausrechnen. Welche Bewegung führt der Radfahrer voraus? Ja, vorwärts. Er ist ja sogar richtig.
Begründe deine Antwort, er fährt nicht rückwärts. Ja, hä, was soll man denn da auch anderes hinschreiben? Ja, welche Bewegung? Ja, vorwärts fahren, hä? Soll der seitwärts springen, oder? Also manche Schulaufgaben sind so dumm gestellt, ich schwör's euch. Brainstorm Verbs. What do you like to do with your friends and family? Complete a sentence below with action verbs like jump, dive, float. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Math test. Bob has 36 candy bars. He eats 29. What does he have now? Diabetes. Bob has Diabetes. Yo, Digga. Was möchtest du tun, wenn du mal alt bist? Schlafen. Oh ja, schlafen ist toll. Was ist jetzt die richtige Antwort, oder? Ich versteh's gerade nicht, Mann. Bestimmen Sie die Lösung der trigonomischen Gleichungen in angegebenem Intervall exakt. 2 Sinus, 1 Viertel T. Ihr könnt die Scheißaufgabe selber lesen, als ob ich die jetzt vorlese. Und der Typ schreit das an. Dieser Moment, wenn man sieht, dass genau so eine Aufgabe, die man überhaupt nicht kann, 7 Punkte bringt, verdammte Scheiße, Mann. Und die Lehrerin antwortet, dieser Moment, wenn man eine identische Aufgabe einen Tag vor der Klassenarbeit gemeinsam gerechnet hat und dabei mindestens 3-mal erwähnt hat, dass eine solche Aufgabe drankommt. Boah, Junge, der Lehrer und die Lehrerin komplett auseinandergenommen. Und, oh, ich seh's jetzt erst, die hat oben im Text Komma korrigiert und das mit Doppel-S. Boah, cringe, Bruder. Also der die Aufgabe geantwortet hat, RIP, Digga. Klasse 9a. Name Adrian. Hi, Adrian. Das Prädikat. Schreibe auf, wie du nach dem Prädikat fragst. Darf ich bitte den Prädikat haben? Ja, der war's. Aufgabe 1. Bildet Arbeitsgruppen und erstellt eine Statistik über die Zeit, die jeweilige Gruppe pro Woche mit Sport verbringt. Gebe die jeweiligen Abweichungen an. Antwort. Wir erstellen grundsätzlich keine Statistiken über Sport. Wir betreiben ihn. Digga, wilde Antwort, sage ich ehrlich. Und dann links noch hier vom A-Team BA hingemalt. Richtig nice. Aufgabe 3. In welchem der beiden Vorgänge findet die Reduktion von Titan statt? Im ersten Vorgang. Danke. Erkläre deine Behauptung. Statistisch gesehen lag die Wahrscheinlichkeit, die richtige Antwort zu gesehen, bei 50%. Ja, normal, es gibt ja nur 1 und 2. Extemporale aus der katholischen Religionskirche. Religionslehre. Nenne mindestens 3 Beispiele für andere Religionen außer das Christentum. Erstens die dunkle Seite der Macht. Zweitens Essen. Drittens Sex. Digga, was? Aufgabe 2. Welchen Sinn hat das Eucharistiefeier im katholischen Gottesdienst? Das kann nur Gott beantworten. Was war eins der größten Errungenschaften der alten Römer? Sie konnten Latein. Erweitere. 4 Drittel plus 2 Fünftel. 4 Drittel plus... Er hat's erweitert. Versteh das Problem nicht. Ist doch gut. Er hat's einfach weiter auseinander gemacht, Junge. Was guck ich mir hier an, Mann? Zur Frage 3 gibt es 4 verschiedene Antworten. Welche sind die richtigen? Eine Zelle ist die kleinste lebende Einheit eines Organismus. Die meisten Zellen können Stoffe aufnehmen und abgeben, wachsen, mit der Umgebung reagieren und sich teilen. Und er schreibt alle 4. Wozu die Frage? Hä, was auch voll dumm gestellt? Weil, ist ja Komma, der Satz geht ja immer weiter. Weil Zellen können Stoff aufnehmen und abgeben, glaube ich. Die können weiter wachsen, mit der Umgebung reagieren und sich teilen. Das geht alles. Zeichne eine Pflanzenzelle und beschreibe die wichtigsten Werke. Junge, warum? Warum zeichnet jeder so eine Zelle, Digga? Eben halt mir das schon mal. Keine Fenster. Gitter an der Türe. Danke, Mann. Die nächste Aufgabe ist ein Kurztest in Mathe. Löse mit Hilfe der binomischen Formeln auf. 7x minus 9, bla bla bla. Der Typ schreibt, das geht leider nicht. Die binomischen Formeln sind streng geheim. Was für streng geheim, Digga? Der denkt auch, Matheaufgabe ist CIA oder so. Bei der Kraft Son Gokus habe ich keine Ahnung, wie diese Aufgabe geht. Ich hoffe, ich bekomme eine 4. Und der Lehrer schreibt drüber, hilft er dir? Und er bekommt eine 3. Gott sei Dank und macht einen Sticker hin von Son Goku. Was? Okay, das ist geil, Leute. Was ein Ehrenmann dieser Lehrer ist. Jetzt auch mal einfach eine 3 gibt dann. Hä? Geil. Rückblick auf die Exkursion von Klasse 5b. Die Denkmäler der Stadt München. Was hast du über den Tag des offenen Denkmals gelernt, was du bis jetzt noch nicht wusstest? Ich wusste nicht, dass er am 8. September ist. Nicht schlecht, das haben wir jetzt schon mal gelernt. In welcher Situation könnte dir diese Information hilfreich sein? Vielleicht bei Wer wird Millionär? Hä? Welche Denkmäler haben wir zusammen besucht? Alle. Zu welchem Anlass wurde der Bronzeguss des Friedensengels von Ferdinand von Miller errichtet? Höchstwahrscheinlich für den Frieden. Würde Sinn ergeben. Was ergibt 300 plus 70 plus 2? Eine Menge. Ganz genau. Biologiearbeit. Wahrscheinlich sieht so eine Biologiearbeit aus. Kann sich ein Mann mit nur einem Hoden fortpflanzen? Bevor wir uns da jetzt die Antwort reinziehen, können wir einfach direkt nachfragen. Sollte einfacher sein. Sekunde. Streamst du gerade noch? Jetzt gleich, warum? Sag mal ja. Ja. Okay, danke. Alles gut. Energy, ciao. Geschichte. Boah, der Joke war eigentlich mies scheiße, aber es ist voll gut. Nenne einen Feststoff. Kacke. Wäre ich jetzt so 8, wäre das vielleicht noch lustig. Nenne eine Flüssigkeit. Pipi. Nenne ein Gas. Furz.
Kunstklausur. Mal ein Bild von dir, wie du in 100 Jahren aussehen wirst. Daniel, RIP. Ah, scheiß auf, Digga. Leute, ich würde nur sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst da gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall auch bei Danergy vorbei. Und ja, rest in peace nochmal an deinen rechten... Wir sehen uns morgen. Haut rein und macht's gut, Leute. Ciao.